Aniko heißt das Zauberwort. Mit diesem Projekt will Aldi Nord seine Filialen aufmöbeln. Dafür sind Milliarden notwendig. Allerdings muss Theo Albrecht Junior eine wichtige und schwierige Hürde überwinden. Der Discounter Aldi Nord will weltweit mehr als 5 Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen investieren. Die Geschäfte sollen durch das Umbauprojekt Aniko heller, freundlicher und auch ein Stück weit großzügiger werden. Quotanico ist eine der bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen in der Geschichte von Aldi Nord. Quote, erklärte Theo Albrecht Junior, Sohn des Unternehmensgründers. Die Milliardeninvestitionen müssen allerdings noch eine wichtige Hürde nehmen, denn der Discounter ist im Besitz von 3 Stiftungen, die den Plänen einstimmig zustimmen müssen. Doch fehlt bislang grünes Licht von der Jakob-U-Stiftung, in der die Witwe des Gründersohns Bertolt Albrecht und ihre Kinder das Sagen haben. Deshalb wird befürchtet, dass die Pläne in die seit über einem Jahr andauernden Auseinandersetzungen zwischen den zerstrittenen Familien stemmen, auf der einen Seite Bertolt Albrecht Junior, auf der anderen Seite Babette Albrecht und ihre Kinder hineingezogen werden könnten. Das Quote größte Investitionsprojekt Quote in der Firmengeschichte drohe sich wegen der Nichtzustimmung der Jakob-U-Stiftung zu verzögern, zeigten sich Unternehmenskreise besorgt. Dies könne Aldi Nord in dem harten Wettbewerb der Branche belasten. Der Rechtsanwalt von Babette Albrecht, Wolfgang Urban, wies den Vorwurf, den Konzern zu bremsen, allerdings entschieden zurück. Er betonte, der Vorstand der Jakob-U-Stiftung werde entscheiden, sobald alle notwendigen Informationen dafür vorlägen. Dies sei jedoch derzeit noch nicht der Fall. Quote, wir können nicht auf Basis unvollständiger Informationen entscheiden. Es geht ja um viel Geld. Quote, Quelle. NTVde. Aniko heißt das Zauberwort. Mit diesem Projekt will Aldi Nord seine Filialen aufmöbeln. Dafür sind Milliarden notwendig. Allerdings muss Theo Albrecht Junior eine wichtige und schwierige Hürde überwinden. Der Discounter Aldi Nord will weltweit mehr als 5 Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen investieren. Die Geschäfte sollen durch das Umbauprojekt Aniko heller, freundlicher und auch ein Stück weit großzügiger werden. Quotanico ist eine der bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen in der Geschichte von Aldi Nord. Quote, erklärte Theo Albrecht Junior, Sohn des Unternehmensgründers. Die Milliardeninvestitionen müssen allerdings noch eine wichtige Hürde nehmen, denn der Discounter ist im Besitz von 3 Stiftungen, die den Plänen einstimmig zustimmen müssen. Doch fehlt bislang grünes Licht von der Jakob-U-Stiftung, in der die Witwe des Gründersohns Bertolt Albrecht und ihre Kinder das Sagen haben. Deshalb wird befürchtet, dass die Pläne in die seit über einem Jahr andauernden Auseinandersetzungen zwischen den zerstrittenen Familien stemmen, auf der einen Seite Bertolt Albrecht Junior, auf der anderen Seite Babette Albrecht und ihre Kinder hineingezogen werden könnten. Das Quote größte Investitionsprojekt Quote in der Firmengeschichte drohe sich wegen der Nichtzustimmung der Jakob-U-Stiftung zu verzögern, zeigten sich Unternehmenskreise besorgt. Dies könne Aldi Nord in dem harten Wettbewerb der Branche belasten. Der Rechtsanwalt von Babette Albrecht, Wolfgang Urban, wies den Vorwurf, den Konzern zu bremsen, allerdings entschieden zurück. Er betonte, der Vorstand der Jakob-U-Stiftung werde entscheiden, sobald alle notwendigen Informationen dafür vorlägen. Dies sei jedoch derzeit noch nicht der Fall. Quote, wir können nicht auf Basis unvollständiger Informationen entscheiden. Es geht ja um viel Geld. Quote, Quelle. NTVde. Aniko heißt das Zauberwort. Mit diesem Projekt will Aldi Nord seine Filialen aufmöbeln. Dafür sind Milliarden notwendig. Allerdings muss Theo Albrecht Junior eine wichtige und schwierige Hürde überwinden. Der Discounter Aldi Nord will weltweit mehr als 5 Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen investieren. Die Geschäfte sollen durch das Umbauprojekt Aniko heller, freundlicher und auch ein Stück weit großzügiger werden. Quotanico ist eine der bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen in der Geschichte von Aldi Nord. Quote, erklärte Theo Albrecht Junior, Sohn des Unternehmensgründers. Die Milliardeninvestitionen müssen allerdings noch eine wichtige Hürde nehmen, denn der Discounter ist im Besitz von 3 Stiftungen, die den Plänen einstimmig zustimmen müssen. Doch fehlt bislang grünes Licht von der Jakob-U-Stiftung, in der die Witwe des Gründersohns Bertolt Albrecht und ihre Kinder das Sagen haben. Deshalb wird befürchtet,
dass die Pläne in die seit über einem Jahr andauernden Auseinandersetzungen zwischen den zerstrittenen Familienstämmen, auf der einen Seite Bertolt Albrecht Jr., auf der anderen Seite Babette Albrecht und ihre Kinder hineingezogen werden könnten, das Quod größte Investitionsprojekt, Quod in der Firmengeschichte, drohe sich wegen der Nichtzustimmung der Jakob-U-Stiftung zu verzögern, zeigten sich Unternehmenskreise besorgt, dies könne Aldi Nord in dem harten Wettbewerb der Branche belasten. Der Rechtsanwalt von Babette Albrecht, Wolfgang Urban, wies den Vorwurf, den Konzern zu bremsen, allerdings entschieden zurück. Er betonte, der Vorstand der Jakob-U-Stiftung werde entscheiden, sobald alle notwendigen Informationen dafür vorlägen. Dies sei jedoch derzeit noch nicht der Fall, Quot, wir können nicht auf Basis unvollständiger Informationen entscheiden. Es geht ja um viel Geld, Quot, Quelle. NTVde. Aniko heißt das Zauberwort. Mit diesem Projekt will Aldi Nord seine Filialen aufmöbeln. Dafür sind Milliarden notwendig. Allerdings muss Theo Albrecht Jr. eine wichtige und schwierige Hürde überwinden. Der Discounter Aldi Nord will weltweit mehr als 5 Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen investieren. Die Geschäfte sollen durch das Umbauprojekt Aniko heller, freundlicher und auch ein Stück weit großzügiger werden. Quot, Aniko ist eine der bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen in der Geschichte von Aldi Nord, Quot, erklärte Theo Albrecht Jr., Sohn des Unternehmensgründers. Die Milliardeninvestitionen müssen allerdings noch eine wichtige Hürde nehmen, denn der Discounter ist im Besitz von drei Stiftungen, die den Plänen einstimmig zustimmen müssen. Doch fehlt bislang grünes Licht von der Jakob-U-Stiftung, in der die Witwe des Gründersohns Bertolt Albrecht und ihre Kinder das Sagen haben. Deshalb wird befürchtet, dass die Pläne in die seit über einem Jahr andauernden Auseinandersetzungen zwischen den zerstrittenen Familienstämmen, auf der einen Seite Bertolt Albrecht Jr., auf der anderen Seite Babette Albrecht und ihre Kinder hineingezogen werden könnten, das Quot größte Investitionsprojekt, Quot in der Firmengeschichte, drohe sich wegen der Nichtzustimmung der Jakob-U-Stiftung zu verzögern, zeigten sich Unternehmenskreise besorgt. Dies könne Aldi Nord in dem harten Wettbewerb der Branche belasten. Der Rechtsanwalt von Babette Albrecht, Wolfgang Urban, wies den Vorwurf, den Konzern zu bremsen, allerdings entschieden zurück. Er betonte, der Vorstand der Jakob-U-Stiftung werde entscheiden, sobald alle notwendigen Informationen dafür vorlägen. Dies sei jedoch derzeit noch nicht der Fall, Quot, wir können nicht auf Basis unvollständiger Informationen entscheiden. Es geht ja um viel Geld, Quot, Quelle. NTVde.